Gut, wir beschäftigen uns ab heute mit der Stochastik. Und ich habe das schon in der Überschrift formuliert, das ist die Gesamtheit. Also, ist eine mathematische Wissenschaft, ein Teil der Mathematik, setzt sich zusammen aus Statistik. Das heißt, das, was mal war, was schon da ist, statisch, was es schon gibt. Und Wahrscheinlichkeitsrechnung. Das Wort Stochastik heißt eigentlich übersetzt Kunst des Vermutens. So muss man das betrachten. Und eigentlich gibt es auch noch eine andere Unterteilung. Manche sagen, Statistik ist das anzugucken, was schon da war und in irgendwelche mathematischen Zusammenhänge zu bringen. Und Stochastik ist zu gucken, wie es dann in der Zukunft mal werden wird. Lasst uns mal zu Anfang, ich sag mal schon das Fremdwort dazu, Konventionen treffen. Konventionen sind Vereinbarungen, wenn ihr es mal hört. Wir werden verschiedene Dinge machen müssen, weil Stochastik heißt manchmal so in der, ich gebe mal ein Beispiel, die Wahrscheinlichkeit dafür, die Zahl 3 fällt, das jetzt mal bitte nicht mitschreiben, die Zahl 3 fällt, beim Würfeln zum Beispiel, ist gleich tralala und so weiter. Das sieht viel zu groß aus. Wir sind eher gewöhnt, dass wir sagen zum Beispiel, wir nehmen eine Kurzschreibweise. Sowas. Das geht viel schneller. Das heißt also, wir werden uns jetzt rantasten und uns überlegen, was wir für Vereinbarungen der Schreibweise treffen, damit wir schneller rechnen können. Denn die reine Rechnung, ein Sechstel zum Beispiel zu ermitteln, das ist ganz leicht. Zu den Konventionen. Wenn ich zum Beispiel sage in der Stochastik, es geht darum, vorherzusagen, ob etwas passiert, dann geht es um sogenannte Ereignisse. Also Ereignisse, das ist erstmal wichtig. Ein Ereignis. Das hört sich jetzt manchmal vielleicht sehr, sehr einfach an, aber wir müssen wirklich dahinter gucken, was dahinter steckt. Ein Ereignis ist zum Beispiel, ein Sackkreis fällt um oder ein Zug fährt in den Bahnhof oder es blitzt oder solche Dinge. Das ist also rein ein Ereignis, ist also ein Vorkommnis, was einfach passiert. Das ist nicht, ein Schiff fährt durch den Hafen. Das wäre ein Prozess. Das ist kein Ereignis als solches. Da müsste ich sagen, das Schiff ist in den Hafen eingefahren. Dann wäre es ein Ereignis. Also da müssen wir wirklich unterscheiden. Das ist also auf einen Zeitpunkt begrenzt. Jetzt möchte ich das Video aber nicht unbedingt ausdehnen. Wir werden uns mal über einige Dinge klar werden und das werden wir durchdiskutieren und dann werden wir es erst aufschreiben. Fangen wir mal so an. Wir wollen ja letzten Endes bei der Wahrscheinlichkeitsrechnung wollen wir ermitteln, mit welcher Sicherheit ein Ereignis eintrifft. Das heißt, wir müssen letzten Endes sagen, wenn ich schon weiß, wenn ich das Schiff zum Beispiel sehe und sage, es ist in den Hafen eingefahren, dann ist es da. Dann ist das Ereignis eingetreten, dann ist das schon sicher. Uns geht es um das Thema Zufall. Und zwar Zufallsexperiment. Das werden wir jetzt erstmal kurz durchsprechen. Zufallsexperiment. Darum geht es jetzt gleich. Also nochmal, Ereignis entspricht zeitlich abgeschlossenes Vorkommen. Und das Zufallsexperiment, das hat bestimmte Merkmale und die werden wir uns jetzt mal hintereinander weg aufschreiben, aber vorher werden wir die durchdiskutieren. So, wir haben das zusammen erarbeitet nochmal. Ereignis ist ein zeitlich abgeschlossenes Vorkommnis. Also nicht der Zug fährt in den Bahnhof ein, dann ist er noch am Fahren, sondern wenn er da ist, dann kann ich sicher sagen, es ist passiert. Und das Zufallsexperiment hat im Wesentlichen drei Bedingungen, damit es ein echtes Zufallsexperiment ist. Und zwar, es geht darum, welches Ereignis tritt ein? Das wird bestimmt durch den Zufall. Das kann ich so nicht direkt vorhersagen. Es kann auch was anderes sein. Weiterhin, die Menge der Ereignisse muss vorher bekannt sein. Also nehmen wir mal einen Würfel, da gibt es die Ereignisse 1, 2, 3, 4, 5, 6 und nicht. Und dann könnte noch die Zahl, weiß ich nicht, fallen. Das passt nicht zusammen. Da muss ich vorher genau wissen, wie sind die Ereignisse, die passieren können. Und ich muss das Experiment unter den gleichen Bedingungen beliebig oft wiederholen können.
dann funktioniert es. Ich habe hier geschrieben, unter gleichen Bedingungen ist Experiment beliebig oft wiederholbar. Nochmal ein Beispiel einer Münze. Wenn ich eine Münze nehme und werfe und Kopf oder Zahl, also hier sei Kopf, unten drunter sei Zahl, und das Ding immer wieder werfe, dann komme ich nämlich später noch auf was anderes. Wenn ich die Münze nicht verbiege, die also so genauso lasse, dann werde ich eine bestimmte Anzahl Kopf, nehmen wir mal an, ich habe 1000 Mal geworfen und ich habe 498 Mal Kopf und dementsprechend 502 Mal Zahl, dann wird sich was herauskristallisieren. Denn das Ereignis Kopf oder Zahl, das ist sich sehr ähnlich und wir hatten vorhin schon drüber diskutiert, Kopf oder Zahl werden mit einer Wahrscheinlichkeit von 1 zu 2 stattfinden. Also Kopf genauso wie Zahl. Wenn ich das aber zu Anfang mache, zu Anfang könnte es mal so ausgesehen haben. Dreimal Kopf und wenn ich 10 Mal geworfen habe und 7 Mal Zahl, dann fange ich zu Anfang bei zu wenig Wiederholungen des Experiments an zu zweifeln und sage, na nu, ist dann die Münze verbogen. Aber, und hier kommen wir zu einem weiteren Begriff, ich werde dann später nochmal drauf kommen, dass hier wirkt das sogenannte Gesetz der großen Zahl. Gesetz der großen Zahl, das wirkt hier, aber wir kommen dann später nochmal drauf. Das heißt also, wenn ich das Experiment nur oft genug wiederhole, dann kristallisiert sich eine bestimmte Wahrscheinlichkeit auch im Versuch heraus. Aber dazu, wie gesagt, später. So, jetzt müssen wir uns über was klar sein, wie wir das mal besser fassen können. Nochmal zum Ereignis. Bleiben wir mal beim Würfel, beim klassischen Sechserwürfel. Und wir sagen, es fällt die Zahl 5 oder 6. Dann ist das ein Ereignis. Es fällt die Zahl größer als 4. Dann ist das ein Ereignis. Und es fällt eine Zahl, die, ja, wenn ich sage, es fällt eine Zahl und das Quadrat der Zahl, also Zahl zum Quadrat, ist größer als 20, dann ist das auch ein Ereignis. Wenn ich zum Beispiel sage, es fällt die 1, einmal 1 ist 1, aber das ist dann in diesem Fall nicht das Ereignis. Aber die hier, die haben alle was gemeinsam, diese Ereignisse. Das ist 1, das ist 1, das ist 1. Ich habe es nur unterschiedlich bezeichnet. 5 oder 6 ist genauso wie das. Oder wenn ich das Quadrat von 4 bilde, liege ich bei 16, bei 5 liege ich schon bei 25, also bei größer als 20. Das sind alles identische Ereignisse. Wie wir die dann aufschreiben, machen wir dann. In diesem Fall für einen Sechserwürfel. Nochmal, ob ich sage zu dem Ereignis, was passiert? Es fällt 5 oder 6? Oder es fällt eine Zahl, die größer ist als 4? Oder es fällt eine Zahl, deren Quadrat größer ist als 20? Dann habe ich nur für dasselbe Ereignis unterschiedliche Beschreibungen gewählt. Und jetzt, auch jetzt sehen wir schon wieder, wenn ich hier große Texte hinschreiben muss, damit kann man nicht rechnen. Wir können schnell mal rechnen, V ist S durch T, das geht viel schneller. Sowas kann man rechnen, da kann man schnell einsetzen und so weiter, aber mit so viel Buchstaben und so viel Wörtern, da kann man nicht rechnen. Deswegen werden wir doch dann sehen, wie das vielleicht noch leichter geht. Noch was. Ereignisse. Wenn man sie schon so komisch hinschreibt, die sollte man mit Mengen modellieren, also mit Mengen beschreiben. Wir nehmen als einfaches Beispiel mal eine ganz komische Dartscheibe. Die Dartscheibe sehe mal so aus, das ist ein Außenkreis und dann haben wir hier ein Feld und hier ein Feld. Wir sagen zu dem Feld A und zu dem Feld B. Und bevor wir das jetzt alles aufschreiben, was dazu kommt und die Schreibweise nochmal durchgehen, werden wir hier mal einiges praktisch besprechen, was hier passieren kann, wenn ich hier einen Pfeil raufsetze, also hier einen Pfeil raufschmeiße oder hier fliegt er hin oder hier oder hier oder hier, was dabei alles passiert. Das werden wir jetzt erstmal besprechen und melden uns gleich wieder. Also wir haben es jetzt nochmal durchdiskutiert, das Verrückte. Und zwar, ich nehme hier meinen Pfeil, ich mache den mal rot und ich möchte das hier ermitteln. Das heißt,
A vereinigt B. Heißt aber übersetzt, wenn ich hier treffe, dann habe ich gleichzeitig genauso gut getroffen, als wenn ich hier treffe oder hier. A und B vereinigt, alles zusammengenommen. Das heißt, ich darf hier treffen oder ich darf auch in dieses Feld treffen, wo die Mengen sich schneiden. Ich schreibe das dann nochmal extra hin. Anders, ich komme auch gleich auf diese Zeichen nochmal zu sprechen, wie man die sich am besten merkt. Das heißt in diesem Fall A geschnitten B, dann darf ich nur hier treffen, um irgendwas zu erreichen. Jetzt kommt das Komplement, da sagt man A quer, also A und einen Strich drüber. Wenn ich ziele und sage, ich möchte nicht A treffen, dann darf ich überall hier treffen, hier, das geht. Auch hier außen, kann ich machen. Aber auf keinen Fall hier irgendwie in diesen Kreis des A's. Da darf ich nicht rein. Wie merkt man sich's am besten? Wenn ich sage, A vereinigt B, das heißt also nochmal, ich schreibe es nochmal hin, A vereinigt B. Och, das war jetzt geistvoll. Vereinigt B, ja, ja. Dann hier, dieses dünne Zeichen, was man hier dünn malt, ich male es jetzt mal dick nach, sieht doch ähnlicher einem V als das Umgekehrte. Wie kann ich mir aber merken, A geschnitten B, das sieht überhaupt nicht aus wie ein Gäschnitten oder ein Schneiden. Da kann ich, also das heißt A geschnitten B. Und ich kann mir aber Folgendes merken. Ich kann sagen, das Ding sieht aus wie ein halbes M. Ich könnte auch sagen A mit B. Das ist jetzt nicht wissenschaftlich hier, aber da kann man sich wenigstens einigermaßen merken. A mit B zusammen. Also A und B zusammen, dann habe ich hier diesen Teil. A geschnitten B, die Schnittmenge sagt man auch. Weil das Ding sieht einem M, einem halben M, wenn ich es hier noch mal schnell grün mit dran male, sieht das dem M ähnlicher. Und damit könnte man sich's mit A mit B merken. Also A und B zusammen, die beiden, das wäre diese Fläche. Die, da funktioniert es. Also das, A mit B, so kann man sich's merken. Und das Komplement ist alles Umgekehrte. Ich schreibe mal das Wort dazu. Also nicht A. Hierzu sagt man A quer. A quer. So, wenn ich hierzu A quer sage, dann meine ich nicht A. Also das sogenannte SOG, sogenannte Komplement. Komplement hinten, M-E-N-T. Gut. Um diese Zeichnung jetzt, oder diese Skizze nicht zu überladen, nochmal zum Komplement, damit ich nicht zu viel reinmalen muss. Auf keinen Fall die Fläche A, das heißt also alles außen um A herum, ist das Komplement. Das geht bis hier an den Rand oder sonst was, das betrifft auch das B, aber nicht hier diesen grünen Kreis. Ne? Auf keinen Fall A. Das Komplement von A ist also nicht A, nicht. Beim Programmieren muss man darauf öfter mal Rücksicht nehmen, da das ist allerdings eine andere Sache. So, wir werden dann im Einzelnen nochmal drauf kommen, weshalb das so wichtig ist. Das bis dahin, das ist eine Mini-Mengenlehre sozusagen. Nochmal ein anderes Beispiel ganz schnell dazu. Wenn ich sage, die Zahl 0,5, dann ist das eine gebrochene Zahl und die ist Menge der gebrochenen Zahlen. Ist also Element der Menge der gebrochenen Zahlen. Aber fängt es schon an wie mit Euro. Nee, ich lasse das jetzt mal weg an der Stelle. Wir machen jetzt an dieser Stelle erstmal das Video dicht, werden noch ein paar Fragen beantworten und gehen dann in einem Verweis auf den zweiten Teil über, weil wir uns nochmal mit ein paar kleinen Schreibweisen über Schreibweisen unterhalten müssen.